Feuerblüte. Bekommen 3 Stück. Ach, schaut mal. Unsere Sachen haben sich wieder aufgefüllt. Friedhof, eine Kirche und da hinten eine Art Schloss. Und da ist auch eine Raststätte. Dann lass da mal hin. Moin. Lasset uns rasten. Hallo Kirche. Kirche der Gelübde. Ey, da chillt eine Schildkröte mit einem Papsthut am Kopf. Ist ein NPC? Ja, ein NPC. Da ist eine Truhe. Sollte ich vielleicht zuerst mit der Schildkröte reden und dann zur Truhe? Büßen? Ich weiß nicht, was es bedeutet zu büßen. Ich glaube, ich rede zuerst mit der Schildkröte. Nein, weiß ich nicht. Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rea Lucaria. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instruction, in which case I will share all that I know. Oh! Er verkauft uns Sachen. Anrufung studieren. Ein Gebetbuch überreichen. Oh, schaut mal. Neue Uiuiuiui. 10.000. Carry ein Großschwert. Führt einen ausladenden Hieb mit einem magischen Großschwert aus. Ha, ist es der Hieb über Kopf oder ist es der Stich? Was ist das? Magische Schimmerklinge. Erzeugt ein Siegel, das nach kurzer Verzögerung eine Schimmerklinge erscheinen lässt. Was ist eine Schimmerklinge? Wollen wir uns das kaufen? Komm, wir kaufen es uns mal. Anrufung studieren. Haben wir ein Gebetsbuch? Ah, wir können ihm das Gebetsbuch der Feuermönche überreichen. Okay, er hat aber nichts Neues mehr.
Anrufung studieren. Ach doch, hier. 4000. Aber da brauche ich halt Glauben. Das ist halt. Gewährt euch und Verbündeten in der Nähe einen Segen. Okay. Ich bin halt kein Glaubensmagier. Ich bin halt Weisheit. Okay, dann lass ihn noch ein bisschen ausfragen. Ja. Okay, ich kann ihn noch über Radagon und Renina ausfragen. Das machen wir natürlich auch, wenn wir schon hier sind. Okay. Können wir noch mehr? Okay, nee, das ist das Gleiche. Verstehe. Okay, danke, Dude. Er meinte, wir können uns hier in der Kirche alles nehmen, was wir wollen. Heißt, wir looten jetzt die Kiste da hinten. Goldene Nähnadel. Ah, okay. Schneiderwerkzeug. Was können wir damit machen? Vor allem, wo versteckt sich es? Hier. Besondere Nähnadel für die Gewänder der Halbgötter. Ermöglicht das Ändern von Kleidung für Halbgötter an Orten der Gnade. Okay. Tät auf das Schwert spannen, sieht nice aus. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Vielleicht ist es der Zauberspruch, den ich schon die ganze Zeit suche. Wollt dahin. Ort der Gnade. Okay, können wir hier jetzt irgendwas Neues? Truhe sortieren, Kriegsasche, Kleidung anpassen. Okay, wir können hier nichts machen. Astrologen gehen.
Können wir es jetzt ändern? Hä? Was bringt uns das? Das ist schlechter. Seltsam. Verstehe ich noch nicht ganz. Aber wir konnten bei der Statue ja noch was machen. Ich bin mir aber unsicher, ob wir es tun sollten. Wir können hier büßen. Dann lasst uns mal büßen. Ihr braucht keine Absolution. Okay. Dann brauchen wir das nicht. Dann lasst uns mal weiter umschauen. Hier hinten waren Gräber. Und ein Item. Und Gegner, auf die ich jetzt keinen Bock habe. Okay. In der Kirche waren wir jetzt. Ich glaube, das war alles, was wir hier finden konnten, oder? Was ist das hier? Ist das ein Friedhof? Lauter Steinschwerter. Ah, schaut mal, untersuchen. Der zweite Krieg von Liurnia. Kein Sieg für den Goldenen oder für den Mond. Kein Preis. Nur Buße und die Geburt eines Schwurs. Okay. Irgendein Denkmal. Dann lasst uns mal weiterschauen. Ich renne schon noch in die richtige Richtung, ja. Lass uns mal hier hin so. Okay, die schauen übel aus. Ach warte, wir haben einen neuen Zauber, ne? Ja, jetzt habe ich ihn gar nicht dabei. Egal, beim nächsten Mal. Okay. Ich wette, die machen übelst ekelhaft viel Schaden. Ja, die machen gut Schaden. Wow! Und irgendwas schießt auf uns. Was schießt da auf uns? Von wo? Von wo schießt da jemand?
Von da. Alter, das macht ganz schön Schaden, das Ding. Was ist das? Oben auf der Brücke. Ah, da ist so ein Riese. Ich verstehe. Oder? Ist das ein Riese? Alter, schau dir das Geschoss an. Kann das auch weggehen? Okay, lass mal da hoch und den Typen töten. Der geht mir gehörig auf den Sack. Verdammt! Ich dachte, ich könnte es dodgen. Wie kommen wir da hoch? Die haben Scharfschützen, ja, ich sehe es. Wo ist der Scharfschütze? Hier oben ist er. Ja, und er zielt schon auf mich. Ah, ich weiß nicht, ob wir von da oben dorthin gelangen. Ich glaube, wir müssen weiter außen rumlaufen. Und am besten nicht erwischen lassen. Ab hier kann er uns wieder treffen. Alter, das gibt's doch nicht. Er macht einen Schaden. Hier sind einige von denen. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu orientieren. Hey, danke für den Host. Danke, Aileen. Und hallo an alle, die gerade dazugeschaltet haben. Wir haben hier ein kleines Problem. Ich habe hier einen Pfeil in meiner Brust stecken. Moin Olli. Moin Tobi. What's up? Ah, da ist ein großer Bär. Und wir haben nichts mehr zum Heilen. Die Scharfschützen sind auf jeden Fall ekelhaft. Ja, wir wollen diesen Bären da nicht irgendwie provozieren, erstmal, ohne Heilung. Hier sind wieder nette Quallen. Hier sind viele Quallen. Na ihr? So, was steht denn da hinten? Der leuchtet komisch. Nee, dich will ich nicht angreifen. Wo bist du gerade? Ich bin hier oben. Ganz weit oben. Ah, hier hinter würde ich auch gerne mal schauen. Okay, der schaut ziemlich übel aus. Ist hier eine Statue in der Nähe? Nein, ist es nicht. Heißt, ich schleich mich da mal runter. Ich habe so das Gefühl, dass der Typ mich komplett wegmacht, wenn ich nicht aufpasse. Ist das hinter ihm eine Tür? Warte, fehlt ihm der Kopf? Er hat keinen Kopf.